Peace, Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Don't be fooled by the rock that I got. I'm still Kimmy from the block. Hier sind überall Blocks und ich bin hier. Ja, Mann. Oh mein Gott, hier sind die Vögel am Zwitschern. Ich bin Kim. Du kannst mich Caramella nennen. Und diesen Channel abonnieren, falls du noch nicht gemacht hast. Denn, ja, Mann, we're on the way to 300k. And that's amazing. Alter, das ist echt krass. Ups, wie ist das passiert? Ich befinde mich gerade in Berlin. Ich werde hier Montag, heute ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag verbringen und danach in den Kosovo fliegen. Das könnt ihr auch alles gerne auf meinem Vlog-Kanal verfolgen. Ich werde ab heute wieder eine Woche lang jeden Tag eine andere Farbe essen. Und ihr könnt es an meinem Outfit erkennen. Today is the color black. Man munkelt ja, schwarz ist keine Farbe, sondern ein Kontrast. Ja, Mann, das habe ich in meinen Dings gelernt. Kunst-LK. Perfekt dazu zu dem Thema. Hier ein komplett schwarzes Fahrrad. Das Ding ist, wir können jetzt nicht direkt mit dem Frühstück anfangen, sondern ich habe jetzt erstmal einen Friseurtermin, denn ich habe keinen Bock mehr. Die letzten drei Friseurbesuche, die ich hatte, die waren einfach nur scheiße, weil die nicht das gemacht haben, was ich wollte. Jetzt sehe ich halt aus wie eine Deutschlandflagge und ich will das nicht mehr. Ich will back to blonde und deswegen gehe ich jetzt um 9 Uhr morgens hier zum Friseur. Bin dann hoffentlich gegen 12 fertig, damit ich was essen kann, weil ich werde safe nichts Schwarzes in diesem Friseursalon finden, geschweige denn, was mir dahin bestellen können, glaube ich. Das wird schwierig. Freunde, es ist mittlerweile 11.11 Uhr am 1. August. Ich muss sagen, die Fahrfarbe jetzt passt auch gerade heute zum heutigen Thema. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das bleibt nicht sehen. Ich habe jetzt schon richtig Hunger. Ich esse einfach meine Haare. Mittlerweile ist es 12.34 Uhr und Freunde, ich brauche was zum Frühstücken. Ich kann nicht mehr. Ich habe jetzt gerade Flink runtergeladen. Ich schaue mal, ob die da irgendwas haben, was irgendwie schwarz ist. Das sieht jetzt schon nicht gut aus. Das Einzige, was ich bisher gefunden habe, sind Trüffel und Aubergine. Damit kann ich beides nichts anfangen. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Ja, alles klar. Das können wir uns abschminken. So, Freunde, I am ready. This is my new hair. Ich kann mich gerade nicht so richtig, also ist es gut geworden? Leute, bitte schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe das Gefühl, dass hier so ein Grünstich drin ist, aber vielleicht bin ich auch einfach dumm und hab, es fühlt sich jetzt auch richtig eklig an. Unten ist die Farbe auf jeden Fall nice. Es ist jetzt auch nicht mehr so ein schlimmer Ansatz, wie es davor war. Ich kann mich gerade nicht so richtig, also doch, ich freue mich. Er hat es auf jeden Fall gut gemacht. Ich kann mich nicht so richtig freuen, weil ich halt einfach 400 Euro gerade dafür bezahlt habe. Ja, ich glaube, das sieht ja einfach nur hier komisch gestylt aus. Leute, ich habe auch unnormal Hunger. Es ist, ihr werdet es nicht glauben, 15.30 Uhr. Ich habe übel Hunger, ich wirklich, ne? Ich werde richtig hangry. Ich bin gar nicht, wenn ich Snickers nicht esse. Ich habe mir jetzt einen Uber geholt. Wir fahren jetzt direkt mit dem Taxi zu einem Restaurant. Ich hatte ja auf jeden Fall lange genug Zeit, um zu recherchieren. Deswegen habe ich etwas zu essen gefunden. We arrived at Upper Burger Grill. We have Anna here. Tell them all. Wow, wow. Hier gibt es schwarze Burger. Upper Black, ich habe ihn gefunden. Genau das ist er. Black Bun, Black Angus, you were sehr fleisch. Ja, okay. Wir nehmen das. Ich kann aber keine Dings, keine Pommes essen. Eigentlich trinke ich immer Sprudelwasser, mehr nicht. Aber heute, ne, ist der Tag, an dem ich eine Cola trinke. Also das kommt wirklich nie vor. Eigentlich ist es eher braun oder ist es schwarz? Menge macht's, ne? Ja, die Menge macht's, ja. Ja, und das Licht macht's auch. Das Licht, genauso wie bei den Haaren. Wirklich, ich trinke das nicht und das eigentlich richtig krass. Von mir sieht's schwarz aus. Ich sehe eigentlich immer nur die Würfelzucker, weißt du? Kennst du diese von früher, die haben das so aufgestellt, wie das, so du so mit einer Cola trinkst, so 20 Würfelzucker. Und jetzt ist das so, als würde ich Würfelzucker einfach trinken, glaube ich, weißt du? Aber schmeckt eigentlich ganz gut. Endlich, nach ungefähr 48 Stunden, ja, ohne Essen, ist dieser wundervolle schwarze Burger angekommen. Ey, der sieht so krass aus. Ich sag ehrlich, der sieht krasser aus als die, die nicht schwarz sind. Guck dir mal deinen an. Deiner sieht richtig Standard aus. Ich finde, der sieht super krass aus. Der ist auch echt juicy around here. Is very nice. Oh mein Gott, geil. Lecker? Oh, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber schmeckt das Brötchen anders? Ich glaube, ich bilde es mir ein. Freunde, der Burger ist verdaut. Er wurde schon von meiner Magensäure zersetzt. Schon fast wieder draußen. Deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg in ein Café. Wir müssen da reden. In ein Soja-Café. Mhm. Sojasauce ist ja eigentlich auch schwarz. Ich bin gespannt. Und hallo! Wir sind angekommen bei Huaru. Spät dran. Boah, es ist schon 17:30 Uhr, die schließen in einer halben Stunde. Ich hoffe, die haben noch was. Wenn das das Einzige ist, was sie haben, dann sind wir am Arsch. Hey, habt ihr noch diesen schwarzen? Nein, habt ihr noch was Schwarzes? Sesam-Eis. Dann würde ich das nehmen. Also, es ist wohl Sesam-Eis. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut schmeckt. Das sieht irgendwie nicht so geil. Es sieht aus wie Asphalt geschmolzen und dann wird zusammen in ein Eis gemacht. Und wir haben 3,60 Euro für eine Kugel. Okay, geil. Oh mein Gott, das sieht unnormal geil aus. Ich so, nein, nicht, dass Chili-Pulver drauf war. Chili, ist das Chili? Ja, safe, nein, safe, safe. Das ist, was ist das hier, Anna? Das ist auch schwarz. Das ist ja cool. Das sieht irgendwie lecker aus. Los, Geschmackstest. Mm. Das ist so geil. Schmeckt doch nicht? Warte mal. Es hat einen ganz anderen Taste. Einen anderen Taste, den man sonst in seinem Mund hat. Schmeckt es nach Eis? Wie schmeckt ein Eis? Ja, es ist kalt. Es schmeckt sehr creamy. Ist ein geiler Snack. Kann man auf jeden Fall machen. Boah, das schmeckt echt geil. Willst du probieren? Ja, einmal. Good evening. Oh, mein Hand ist verbrannt. Es ist mittlerweile abends. Die Nacht ist angebrochen. Ja, die Sonne ist untergegangen. Wir gehen jetzt zu einem Italiener. Habt ihr alle Hunger mitgebracht? Yeah. Ja! Ja, schön. Deswegen gehen wir jetzt einmal dahin und lasst euch überraschen.
Ich habe übrigens eine neue Hose. Ist die nicht super cool? We love it! Jetzt finde ich meine Haare auch viel schöner, weil jetzt alles so ein bisschen cooler ist. Jetzt alles ein bisschen besser. Mhm. Hier gibt es etwas ganz Exquisites, und zwar schwarzen Trüffel. Aber rote Beete Gnocchi. That's not the color we need. That's what we need. Schwarze Nudeln. Black Pasta. Das ist jetzt sehr exquisit an mit Scampi Lachs. Also ich muss sagen, heute haben wir richtig vollwertige Gerichte bisher gefunden. Das ist schon krass. Ich hätte gerne einmal die schwarzen Nudeln. Schmeckt gut? Hast du schon mal gegessen? Ja? Ja. Das kommt mir unvertrauenswürdig vor. Black is everything is fine. Okay. Black T-shirt. Der Pasta ist angekommen. Es ist übel krass. Also die Nudeln sind einfach wirklich, ich filme das mal für euch. Die Nudeln sind einfach wirklich komplett schwarz. Das ist so crazy. Ja, Mann, let's try it. Das ist wohl so mit Hummersoße angereichert. Heute ganz exquisite 4-Sterne-Küche. Ich schwöre, die schmecken anders. Die haben eine ganz andere Konsistenz. Ja, doch. Schmeckt gut, aber ich muss sagen, normale Nudeln so sind geiler. Ja. Würdest du es nochmal bestellen? Nein. Good morning, friends. It is day 2 of I only eat coloring food and more life with me. Könnt ihr erkennen, welche Farbe heute dran ist? Oh yeah. Ich singe euch Flieder. Ich singe euch Lieder. Ich habe kein richtiges Lila. Ich habe ein Flieder in meinem Schrank. Ich bin sehr gespannt, was wir heute alles finden werden. Anna ist heute auf jeden Fall auch noch da. Wir gehen gleich erstmal was zusammen frühstücken. Das habe ich mir gestern in so einem Secondhand-Shop gekauft. Ich finde das ganz cool, wenn man links Cabrio fährt. Ich kenne zwar niemanden, der ein Cabrio hat, aber vielleicht findet sich jemand. Und dann man fährt so. Und man cruist durch den City und der Wind kommt und ich bin so rum. Oder auf Kunstlehrerin angelehnt. Die Sonnenbrille ist so geil, wenn ich in die Sonne gehe. Leute, die wird einfach lila. Die wird lila. Hier ist ein kleines Stück Sonne, wenn ich mich hier rausbeuge. Und jetzt schaut zu. Die reagiert mit UV. Wenn jetzt jemand hier irgendwo aus dem Fenster guckt, die Leute denken schon wieder, Junge, was ist los mit dir? Tja, guck mal. Einfach jetzt dunkel. Die habe ich übrigens geschenkt bekommen von Identity und normal nett. Da haben wir unser erstes Fan-Treffen gemacht, Alter. Wer da dabei war, schreibt mal bitte 3,141 in Kommentare. So, let's go. Wir gehen was frühstücken. Es gibt eine Acai-Bowl. Ohne diese ganzen fancy Sachen wie Erdbeere, Himbeere, Blaubeere, Zimt und sowas. Wir können halt wirklich nur die Bowl essen. Hallöchen. Schön. Okay, Friends, ich habe komplett nur dieses lilane Acai Bowl Ding. Ey, ich schwöre, ich finde das so geil, wenn da so geile Crunches drauf sind und so. Ich finde, das macht so eine Bowl eigentlich erst Bowl wert. But it looks very nice and fluffy and smoothie-licious. Okay. Mhm. Ja, es sind tatsächlich eher die Toppings, die ich an so einer Bowl mag. Ich gebe dem Ganzen so eine 5, weil irgendwo hat das so einen komischen Geschmack. Aber ich glaube, das ist einfach dieses Acai, was den Geschmack hat. Es ist sehr, sehr so. Mm-hmm. Hat eine sehr hohe Dichte, sagt man das so? Also ich muss sagen, ich habe da jetzt ein bisschen von gegessen und es schmeckt so gar nicht, ne? Ich habe jetzt gerade noch Anna getroffen. Wir befinden uns in einem anderen Frühstückscafé. Und hier gibt es Macarons. It's very, very frontier. Ich kann mein Glück wieder kaum fassen. Schaut euch das mal bitte an. Ich raste gleich komplett aus. Guck mal bitte Anna an, ne? Sie hat das Premium-Frühstück ihres Lebens, ne? Ich weiß auch nicht, wie sie das alles essen will, ne? Und dann guck mal mein Essen an. Ich verarsche, ne? Ja, chillig, ne? Das wahrscheinlich mit so Pflaumenmus. Ich mag das nicht. Ja, ist gut. Ist okay. It is coffee and cake time. Wir sind hier am Krügel und Ringtheater. Cool. Grüße dir, ich bin richtig Theaterplayer. Nicht nur so Player, Theater. Ah, hier, genau. Das ist das. The Greens. There we go. This is the party vibes we need. This is very pflanzenhaltig. Golden, pink, green, blue. Oh mein Gott, es gibt einfach alle Farben außer lila. Nein. Okay, wir fragen, ob die eine Sonderanfertigung für uns machen. Wir schauen mal, ob die ein bisschen so mit Farbenlehre und so ein bisschen was mixen können. Kann man noch ein bisschen Rot mit reinmachen, damit das lila ist? Okay, wir mixen jetzt dieses blaue Pulver mit dem roten Pulver. Man muss sich nicht zwischen blau und rot entscheiden, wenn ihr einfach beide pillen. Ist das von der Farbe so? Es ist lila natürlich. Genug, oder? Doch, das ist nicht lila, das ist eher rot, ne? Vielleicht ein bisschen mehr blau. Oh mein Gott, ich bezahle das auch. Es ist halt super wichtig, dass es lila wird. Ja, das ist rein. Das ist gut. Sehr gut. Das ist lila. Das ist mein Outfit halt einfach. Das nehmen wir. Oh yes! Also keine Ahnung, nach was das schmeckt. Okay, wir probieren das mal. Das ist einfach lila oder Flieder. Mhm. Das hat jetzt nicht so einen krassen eigenen Geschmack. Nicht so süß. Ein bisschen nach Lavendel, aber so ganz bisschen. Aber es ist irgendwie fancy, dass es lila ist. Wir probieren. Guck mal, sie probiert von mir, obwohl ich bei ihr nicht mal probieren kann. Ich brauche unbedingt noch was zu essen. Wir müssen unbedingt irgendwas finden. Nichts ist lila gefühlt. Das ist unnormal schwierig. Wenn ich eine Sache von lila finde, ich werde mir 10 Stück direkt davon kaufen, weil damit wir heute was zu essen haben. This is very nice. Und gib mir das. Wow. Hallo, Brudi. Hä? Als ob der nicht wegfliegt. Bro. Krass, Alter. Die haben echt keine Angst. Also, wenn meine Biolehrerin das jetzt sehen würde, die würde aus dem Häuschen sein. Ja. Wie sagt man das? Sprichwort mit Vogel? Hier ist ein Vogel. Nee. Was geht ab, Leute? Es ist mittlerweile einfach 20.10 Uhr. Ich habe einfach immer noch nichts gegessen, weil es ist auch gerade eine übel krasse Sache passiert. Ich habe Anna ja zum Hauptbahnhof gebracht. Wollte danach einmal kurz ins Airbnb, um mein Handy aufzuladen, damit ich halt Läden raussuchen kann und damit wir in den Supermarkt gehen können. Auf dem Weg zu dem Airbnb saß ich in der Bahn und da wurde ich einfach gerade, Triggerwarnung, sexuell belästigt. Und das war richtig krass. Ich will das jetzt hier nicht so weit ausholen, weil das, ich
mache hier immer so diese Videos, aber also das war so krass gerade wirklich. Ich habe dazu eine Story gemacht auf meinem Insta. Das soll auch kein Promoting oder so sein, ne? Nur falls dich das interessiert so, kannst du dir mein Story-Highlight angucken, ne? Ich will nicht das irgendwie, ne? Man kennt ja, manche nutzen irgendwelche Sachen aus, um irgendwie zu promoten, aber es ist einfach gerade passiert und es war gerade krass. Deswegen ist es jetzt sehr spät und ich habe sehr doll Hunger, aber ich lasse mich davon, es ist Gott sei Dank nichts Übergriffliches passiert. Es war einfach nur sehr eklig und er hat mich halt gefilmt, einfach mit Blitz und hat sein Ding rausgeholt. Ich habe jetzt wirklich mit der anderen drüber geredet. Ich habe das mit euch geteilt. Das ist so krass. Ne? Ich bin jetzt gerade allein in Berlin, aber ich bin trotzdem nicht alleine. Weil ich konnte das einfach mit euch teilen und ihr seid einfach da. Das ist, ich bin wirklich dankbar dafür. Ja. Ich lasse mir davon jetzt nicht meinen Abend versauen. Wir gehen jetzt erstmal zu Rewe. Lilane Lebensmittel. Perfekt. Alles von Milka? Aber nur verpacken zählt nicht. Was ist das denn Geiles? Da sind so Beeren drin. Ist ja geil. Was ist denn das? Krass, hier sind einfach so eingelegte lilane Zwiebeln. Also das ist auf jeden Fall, also ich weiß gar nicht, will ich das essen? Was ist denn das, wirklich Zwiebeln? Ja, okay, let's try it, ne? Also bevor ich gar nichts finde, nehme ich alles, was ich kriegen kann. Also das ist pink und das hier ist auf jeden Fall lila. Geil. Ich bin gerade wirklich ohne Erwartungen in die Süßigkeitenabteilung gekommen und ich wurde überrascht. Ja, ich wurde wirklich hier fast vom Hocker gehauen. Ich kann lilanes Papier essen. Weil ganz ehrlich, ich will heute einen entspannten Abend machen, wo ich mich ein bisschen entspanne. Und so ein Snack dafür, den nehmen wir mit. Und man schmeckt jede einzelne Frucht raus. Ich glaube, ehrlich gesagt, das, was ich gerade eingekauft habe, reicht mir heute nicht. Wir fahren jetzt mit dem Uber zu einem asiatisch angehauchten Restaurant. Ich finde alles immer sympathisch, wo so LED-Lichter sind. Und zwar sind wir hier bei Dumplings. Und ich glaube, oh yeah, Green Sheep Fresh Spicy Seitan Aubergine yours. Let's try this out. Very wow, very purple, very amazing. Okay. Das ist amazing. Ich hätte ja auch einfach Regenbogen machen können und einfach einen von jedem nehmen können. Ich bin so froh, dass ich das hier noch habe. Wirklich, also bisher heute war schon ein bisschen nicht so geil. Vor allem, wenn du mit Anna unterwegs bist und die nur geile Sachen isst, das dann sehr unbefriedigend, aber so ist geil. Und ich werde satt. Das ist so geil. Einfach grandios. Freunde, ich chill gerade im Bett und ich habe schon eigentlich fast die ganze Packung von diesem Esspapier aufgegessen. Wie geil, ich bin hier in diesem Airbnb. Ich habe ja so einen Luxuskühlschrank. Komm einfach eins hören. Der überkrankeste Shit. Ich muss auch sagen, ich hatte eben gerade nochmal so einen kleinen Mental Breakdown. Einfach so eine richtig fette Zwiebel. Wie ballert das jetzt nicht so als Abendsnack so mit Netflix? So Zwiebeln? Okay. Übrigens gehe ich morgen auch nochmal zum Friseur, weil ich finde, da ist so ein Grünstich drin. Ich hoffe, das geht morgen raus. Hola, señoritas y señoritos. Es ist der dritte Tag angebrochen. Ich hatte gestern nochmal so tief. Und heute ist eine meiner Lieblingsfarben dran. Ich habe sehr viele Lieblingsfarben. As you can see, it's a wonderful pinky color. Es ist 10.10 Uhr. Dieser Markt wird Video überwacht von mir. Ich hoffe, heute wird alles ein bisschen leichter. Wir schauen uns erstmal hier um. Wir haben auch echt geile Sachen. Nur leider nichts Pinkes. Alter, es ist draußen so heiß und hier... Es ist so kalt wegen den ganzen Kühlungen. Alter, ich habe was Krasses gefunden. Die sehen richtig pink aus, Alter. Die sehen fast aus wie eine Hose. Safe, 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 pink. Einfach Gnocchi. Das ist zwar nicht jetzt gut fürs Frühstück, aber das könnte unseren Tag schon mal save. Guave ist pink und Drachenfrucht. There's the perfect juice. Das sieht einfach aus wie mein Bein. Chillig. Hiervon könnte ich einfach nur einen immer essen. Eigentlich auch chillig. Ja, also ich stöber jetzt hier gerade schon echt lange und flaniere hier herum. Aber ich finde nichts weiter. Wie witzig, das heißt einfach Honig wegen Honig, weil es nicht Honig, weil es ist ohne. Es ist halt vegan, es ist so witzig. Ich liebe Wortwitze über alles. Ich finde, die Ausbeute im Supermarkt war ein bisschen nicht so krass. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zu einem anderen Supermarkt und hoffen, dass ich dann so ein bisschen was zusammenwürfeln kann. Oh mein Gott. Einfach verschiedene Pinkfarben. Ich finde, das ist so geil. Das ist so Couscous, dann auch noch so pinker Hummus und so. That's perfect. Vielleicht noch ein bisschen was Süßes. And we have a little pink mochi over there. Krass, hier gibt es einfach rosanes, pinkes Müsli. OMG! Wir könnten das Ganze mit Erdbeermilch trinken, aber das gibt es bestimmt nicht so in vegan, sondern wir nehmen eigentlich Joghurt. Das erste Essen heute an diesem Tag ist dieser Pink Mochi. Also, mein Zahn. Das, da ist so ein bisschen Eis drin. Und ich muss sagen, es ist ziemlich heiß heute. Guter Tag für eine Eis. Ein really viel Lore-Format. Ich bin hier jetzt gerade an so einem Cheesecake-Laden oder so vorbeigegangen. Mein Freund, ich finde der Cheesecake da, der pinke, das wäre doch eine Überlegung wert, oder? Wenn ihr mir den komplett einhüllt. Was ist das bitte für ein krankes Pink? Guckt euch mein Bein an. Guckt es euch an. It's the same. Same color. What a breakfast. Das ist so schön. Ja, schmeckt geil. Boah, das ist auf jeden Fall ein besonderer Saft. Der schmeckt nicht so wie alle anderen Säfte. Ich bin nicht so eine. Jetzt habe ich mir hier so einen rosanen Joghurt gemacht und dann mit diesem rosanen Müsli. What's happening? Geisteskrank. Ich habe die früher immer mit Joghurt gegessen. Da fand ich die schon übel geil, oder mit Schoko. Aber so, denkt ihr, wenn man ein bisschen Joghurt, ein bisschen hier so. Stimmt geil, oder? Nee, doch nicht. Ich bin gerade eigentlich auf dem Weg in die Stadt, aber jetzt bin ich gerade nochmal an diesem Cheesecake-Laden vorbeigerochen. Und es riecht einfach zu krass. Und wir checken das jetzt mal ab. Hi! Heute wird noch pink gegessen. Ja. Gummischokolade. Der wird jetzt komplett pink gemacht. Ich habe noch nie so richtig Cheesecake gegessen. Ist das geil? Gummischokolade. Pink Schokolade. Man kann sich auch so Toppings drauf machen und ich sehe halt gerade Smarties. Vielleicht machen wir dir da ja nur pinke Smarties drauf. Das wäre krass. Richtig korrekt. Er sucht mir jetzt einfach diese pinken Smarties raus. Ja. Richtig geil. Also er gibt sich wirklich sehr, sehr viel Mühe. Empfehlung geht raus. Ah, Sebastian. Dieser Sebastian, er war auch nochmal nett. Guck mal bitte, wie stabil er das gemacht hat. Ich war so, mach ein oder zwei drauf. Er macht 500. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt, Alter.
Quadrat. Mmh. Oh mein Gott. Boah. Warum schmeckt das so geil? Warum schmeckt das so unnormal krank geil? Hammer, oh mein Gott. Gestörter Käsebrot. Hola, it is time. Hier rappt irgendjemand. Gib mir mal das Mic, jo. Es ist übertrieben heiß, einfach 85 Grad. Deswegen werden wir jetzt zu Starbucks gehen. Und ich habe mal gehört, dass es hier so ein Pink Drink geben soll. Wir checken das mal ab, weil das wäre natürlich praktisch. Ey, ihr könnt das safe nicht lesen, weil ich kann das kaum lesen. Aber da steht Pink Coconut Starbucks Refresher. Cool. Okay, it is arriving. Aber ich habe es mir komplett viel pinker vorgestellt. Okay, also es ist, ja doch, es ist schon ein bisschen rosa. Let's make the taste test. Irgendwie richtig lecker und irgendwie richtig eklig. Ich kann es nicht definieren. Ich glaube, auf meinem einen Teil der Zunge schmeckt das richtig gut, auf so einem anderen Teil nicht. Ich habe ein Meeting mit Wally. Sie hat mich auf ein Eis eingeladen und ich hoffe, dass sie pinkes Eis haben, weil sonst kann ich diese Einladung nicht annehmen. Das wäre ja ganz, ganz verrückt. Oh, ja. Geil. Ja. Ich mag ja nicht so gerne Fruchteis, weil dann denke ich mir, kann ich auch ein Smoothie trinken. Aber was ich hier entdeckt habe. Einfach Jogurette. Oh mein Gott. Wally hat eine Portion Spaghetti Bolognese ohne Käse. Und ich habe hier dieses wundervolle Eis. Das macht meinen Tag nicht so viel besser. Boah, das ist echt kalt. Wally hat nicht erlaubt, dass ich eine Kugel nehme, sondern ich musste zwei nehmen. Good evening, ladies and gentlemen. Ich muss hier ein bisschen leiser sein, weil kann sein, dass hier einige Leute schon schlafen. Das hält mich nicht davon ab, dieses wundervolle pinke letzte Gericht auf meiner Liste zu kochen. Freunde, ich war gerade schon duschen, habe übel den Selbstbräuner aufgetragen. Ich habe das seit über einem Jahr nicht... Oh, viel länger. Auch über einem Jahr nicht mehr gemacht. Deswegen bin ich ganz gespannt, wie ich morgen aussehe. Die muss jetzt 5 Minuten kochen und dann geht's ab. Im Chemieunterricht und ich hatte immer eine 5. Da muss jetzt auch noch Salz rein, aber... Das ist natürlich Weiß. Aber was ich hier gefunden habe... Echtes Himala, ich glaube, das ist Salz. Kann auch sein, dass es Marshmallow-Fluff ist oder so. Riecht irgendwie süß. Ich glaube, das ist doch Zucker. Bisschen was davon rein. Okay, ich glaube... 5 Minuten, Siri, bitte jetzt. Okay, crazy. Das ist die Kreation. Das ist schon ein bisschen wild kombiniert, aber kann gut sein. Oh Gott, ich sehe aus wie in so einer Kantine. Wir probieren das hier mal mit diesem pinken Hummus. Ich liebe Gnocchi. Ich schwitze gerade so, weil ich richtig schnell Koffer packen musste. Ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen. Jetzt nochmal stärken. Ich schmeiße jetzt diesen Ventilator an, damit mein Selbstbräuner trocknet und ich schlafen kann. Guten Morgen, Freunde. Es ist 5.43 Uhr. Ich bin etwas müde, weil ich bin auch erst um 1 Uhr irgendwas schlafen gegangen. Heute werden 36 Grad. Ich fliege in den Kosovo. Wir müssen hier zum Flughafen. Das sind Ausnahmebedingungen. Ich habe mich insgeheim schon seit 4 Tagen darauf gefreut. Und wir starten den Tag direkt mit etwas, ja, krassem. Ich war vor 10 Jahren ungefähr in der Schweiz. Da habe ich so einen Kakao getrunken, der war crunchy. Und zwar von oben hier. Dann habe ich den Kakao überall gesucht. Und das war dann aber immer nur so Malzdrink und so. Und Leute, ich habe 10 Jahre gesucht. Und jetzt habe ich das beim Einkaufen entdeckt. Und da stand schon und ich war so, oh mein Gott, das ist es. Das Ganze löst sich natürlich auf, aber hier oben bleiben trotzdem so Crunches. Das schmeckt so unnormal geil. Das ist jetzt schon das Highlight meines Tages. Oh, das ist so geil. Oh. Friendos, ich bin am Hauptbahnhof angekommen. Wir müssen ja erstmal zum Düsseldorf Flughafen und ich hoffe, dass ich hier schöne leckere braune Sachen bekomme, denn ich muss jetzt erstmal 4,5 Stunden fahren, bin dort eingesperrt. Es gibt auf jeden Fall eine Schokobrezel, es gibt Schokoladenmuffins. Ich sag nur Schokolade essen. Ich sitze jetzt im Zug, guck mal, was ich gefunden habe. Einfach ein ohne Milch, auch noch so ein Schokodrink. Ich werde halt nur Schokodrinks und Kakao trinken. Es ist seit 7 Uhr 8 und ich habe jetzt schon übel Hunger. Ich habe es noch nie probiert, aber ich liebe Alkohol. Ne? Scheiße, das ist alles mehr Bindung. Freunde, das war mal richtig so flüssig. Mein Croissant. Das ist wie ein Papier. Ja, manchmal auch das andere, was ich geholt habe. Eine Schokopizza. Mit dieser Sonne, als man denkt, die ist gerade aus dem Himmel gekommen. Da sind auch so Nüsse dran und so. Next level. What's poppin'? Ich bin am Flughafen angekommen. Es ist so unfassbar viel los. Ich bin sehr gut an der Zeit. Es ist mittlerweile 12 Uhr. Hä? 12 Uhr schon? Nein. Um 15.25 Uhr geht mein Flieger und ich habe jetzt schon übel Hunger, ne? Deswegen checken wir mal ab, was es hier so Neues gibt. Ich glaube, hier ist so ein Café. Ich muss schon sagen, ich habe mittlerweile jetzt doch Bock auf was Deftiges. Ich kann auch gerade gar nicht nachdenken. Ich bin hier an der Nordsee. Küste. Was ist das? Ah, das sieht auch aus wie ein Muffin. Okay. Schwierig, schwierig. Vielleicht gibt es ja irgendwie so ein Dinkel-Croissant? Brötchen. Ich glaube, ich werde mich heute hauptsächlich von Bäckereien ernähren. Was haben wir hier? I think it's Brezel. Wobei, oh mein Gott. Aber wir müssen schon sagen, das hat verschiedene Brauntöne. Das ist schon echt nice. Okay. Jetzt schon mal sorry an den Sitznachbarn. Ich denke so nach Fisch. Mm. Da sind halt auch Zwiebeln mit drauf, also alles drum und dran. Also so hätte ich mir das niemals geholt. Aber schmeckt gut. Zen was very delicious. But I think, wir brauchen ein bisschen mehr. Das reicht nicht. Und hier, wow, ein Food-Paradies. Röstzwiebeln, Walnüsse. Hier oben, Champignons. Ey, das sieht übel geil aus. Ein paar Champignons, bisschen Walnusszwiebeln. Ist das geil? Oh mein Gott. Ist geil, wenn man noch Röstzwiebeln drauf macht? So. If you never try, you never know. Ist immer mein Credo. Ah, ja, mein Zahnpass ausgeschlagen. Deswegen soll ich wirklich eine Zahnzusatzversicherung abschließen, weil das kann auch echt mal aus der Ruder laufen. Chillig, also. 6 Euro. Einfach Luxus-Mittagessen. Aber ich habe richtig Bock darauf und ich weiß nicht, ob ich sowas noch finde heute. Hätte ich nur die Preise gesehen, hätte ich gedacht, ihr ist heute ein Tag Gold. Ich weiß nicht wieso, aber ich kriege, egal was ich esse, noch mehr Hunger.
Ja. Dieser Mysterie geht mir gerade so live, ne? Oh, das ist das, was ich gebraucht habe. What's poppin', friends? Ihr seht, ich bin wieder zu Hause. Wir haben einen kleinen Zeitreise gemacht. Ich war dann ja in Kosovo und ich bin angekommen und ich muss ehrlich gesagt sagen, es war dann direkt so krass. Es war so schön und alles cool, dass ich dann irgendwie nicht mehr gefilmt habe. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch diesen grandiosen Abschluss. In dem Laden, wo ich dieses Acai-Ding gegessen habe, habe ich auch etwas anderes gekauft. Und zwar darf ich präsentieren. Einen Löffel aus Kakao. Einen essbaren Löffel aus Kakao. Ich bin damit nach Kosovo gereist, durch Kosovo gereist und wieder zurück nach Deutschland. Ey Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich auf diesen Löffel aufgepasst habe. Sie meinte, der zerbricht sehr schnell. Und ich glaube, der wird auch sehr schnell zerbrechen. Aber er ist braun. Und dieser High-Protein-Schokopudding auch. Und jetzt kommt endlich der Moment. Ich habe echt so lange drauf gewartet, Schokopudding von diesem Schokolöffel zu essen. Ja, und das Geilste, wenn man dann fertig ist, ne? Dass man den einfach essen kann. Man muss nicht mal mehr abwaschen. Wie geil ist das? Das ist die beste Erfindung 2053. Falls dir übrigens das Video gefallen hat, dann solltest du es auf jeden Fall mir zeigen und liken. Weil Leute, wir wachsen. Wir wachsen irgendwann, die Caramella Crew übernimmt. Ich sag's euch. Deswegen, ja, werdet Mitglied auf jeden Fall von der Caramella Crew. Abonniert den Channel. Mir ist im Kosovo was richtig Schlimmes passiert. Aber ihr werdet jetzt alles in dem Vlog sehen. Deswegen abonniert auf jeden Fall auch meinen Vlog-Channel. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Wir sehen uns auch eigentlich daily on Instagram. Deswegen, falls ihr mehr wollt, dann kommt da hin. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Kurzer Voice Crack und...